Vom Spezialtrainingsprogramm für Profisportler abgesehen, eine kleine Empfehlung für Anfänger. Wiederholen Sie jede Übung 10 bis 12 Mal und machen davon 3 Sätze. Am besten wäre es, wenn Sie dreimal die Woche trainieren würden. Kleiner Tipp für die Spezialbauchübung: Verringern Sie die Sätze und erhöhen die Wiederholungszahl. Ein Hauptvorteil des Boosters ist seine Handlichkeit. Für Urlaub und Geschäftsreise sowie Trainingscamp. Hier nun ein Trainingsprogramm speziell für Frauen, für Bauch, Beine und Po. Der Adapter A ist für alle genormten Holz- und Metallzagen geeignet. Adapter B ist universell auch für abweichende Holz- und Metallzagen zu verwenden. Speziell für den Urlaub im Ausland ist Adapter C gedacht. Er passt in jede Tür. Adapter D ist speziell für Sportstätten gedacht und wird in Sekundenschnelle an der Sprossenwand angebracht. Sekundenschnell angebracht, Tür schließen, fertig. Warnung: Die Tür muss immer fest verschlossen sein. Die Beine sind 90 Grad angewinkelt und ziehen Sie die Knie zur Brust. Bei Beugung des Oberkörpers trainieren Sie den oberen Bauchmuskel gleich mit und entlasten den Lendenwirbel. Halten Sie die Beine leicht angewinkelt und ziehen Sie sie zum Gesäß. Auch diese Übung ist ideal für den Kniebeuger. Drehen Sie den Stuhl um und schon können Sie optimal den Oberschenkel trainieren. Fixieren Sie Ihren Körper am Stuhl und ziehen Sie das gestreckte Bein zu sich heran. Wiederholen Sie diese Übung mit dem anderen Bein. Fixieren Sie Ihren Körper am Stuhl und spreizen Sie das Bein so weit wie möglich ab. Anschließend wechseln Sie zum anderen Bein. Nun das gestreckte Bein nach vorne und so trainieren Sie Ihren seitlichen Bauchmuskel. Anschließend die gleiche Übung mit dem anderen Bein. Nun eine der effektivsten Übungen für den Po. Ziehen Sie das gestreckte Bein so weit wie es geht nach hinten. Anschließend wechseln Sie zum anderen Bein. Wie Sie sehen, andere Positionierung des Adapters in Sekundenschnelle. Ziehen Sie die gestreckten Arme nach hinten und Sie halten eine gestraffte Schulter. Gestreckte Arme nach vorne und Sie trainieren Ihren oberen Brustmuskeln zur Hebung Ihres Busens. Hier nun eine weitere Übung zur Kräftigung der Brustmuskulatur.
Beachten Sie bitte, dass Sie beim Fahrradfahren einen zusätzlichen Beingurt benötigen. Nun eine kleine Auswahl an Übungen von Fitness bis zum Profisport. Ein kleiner Überblick von Schlagtechniken fürs Boxen. Auch für Ringer das ideale Trainingsgerät für Bewegungsabläufe und Kraftausdauer. Kinderleicht an Sprossenwände anzubringen. Hier zwei Übungen für Brust und Schulter. Ebenfalls zwei Übungen für Schwimmer. Nun eine Spezialübung für den Latissimus. Zwei weitere Übungen für die Oberbrustmuskulatur. Speziell zwei Übungen für den Ringer, für den Runterreißer. Zwei Übungen für den Bizeps. Wiederum für Ringer, für die Kräftigung der Arme, fürs Aufziehen. Allgemeine Dehnungsübung für die Schulter.
zwei Übungen zum Arme aufziehen und zum Einfädeln. Normale Übung zur Stärkung der Brust und der Schultern. Eindrehen für Oberarm- oder Schulterarmwurf für Judokas und Ringer. Optimal auch als Trainingsgerät für Armdrücker. Hier eine von den Trizepsübungen. Jede Übung an der Sprossenwand können Sie auch zu Hause ausführen, so wie man hier sieht. Selbst als reines Ruder-Trainingsgerät würde der E-Booster seinen Zweck erfüllen. Nun eine andere Form zur Stärkung der Bauchmuskulatur. Auch die Stärkung der Rückenmuskulatur wird nicht vergessen. Vom Spezialtrainingsprogramm für Profisportler abgesehen,